Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Schauen wir uns erstmal die letzte Woche an. Die sieht so aus. Ich habe hier diese Sprechblasen noch ein bisschen dicker gemacht, weil ich finde, es sieht comic-mäßiger aus. Und sieht man ja hier im Prinzip auch. Ja, das war sie. Und dann folgt die nächste. So. Aber die Woche hat mir echt gut gefallen. Also besser als ich während des Dekorierens noch gedacht habe. Das mit den Sprechblasen gefällt mir sehr gut. So, dann ist das jetzt die Woche, die dekoriert wird. Und das Thema ist Traumfänger. Da wollte ich mich auch mal dran versuchen und habe ein paar ganz schöne Sachen gefunden. Zum einen ist hier in diesem Think Happy Be Happy Buch ein wunderschöner Traumfänger drin. Und dann habe ich noch hier diesen Notizblock. Der gefällt mir auch recht gut. Und irgendwie scheint dieses Never Stop so ein Traumfänger-Ding zu sein. Das steht sowohl hier als auch hier. Und ich glaube, ich löse zuerst mal den Traumfänger hier raus, damit wir ihn benutzen können. So, kommt. Ich glaube, die anderen habe ich immer geschnitten. Das werde ich dann jetzt auch mal machen. So. Du bist frei. Und dann kann ich hier eigentlich auch schon mal... Die kann man so teilen, die Blätter, das ist ganz praktisch. Aber ich brauche auf jeden Fall nur den unteren Teil. So, dann sortieren wir uns mal ein bisschen. Und zwar habe ich auch ein paar schöne Washi-Tapes rausgesucht, aber die würde ich dann jetzt erst später benutzen. Ich glaube, als erstes schneide ich mir mal den Traumfänger aus. Ungefähr so könnte ich mir das vorstellen, dass ich das aufklebe, dann wäre das Notizen auch überdeckt. Und vielleicht doch das hier noch ein bisschen höher und dann könnten wir noch ein bisschen mit Washi-Tape arbeiten. Super, dann habe ich hier mal so ein bisschen was Nude-Farbenes ausgesucht, das ganz gut zu diesem Papier passen würde. Hier diese Herzketten finde ich noch ganz schön. Ist alles so ein bisschen eher erdtonmäßig. Und dann habe ich hier noch diese Pfeile. Das hier ist aus dem Filonia Shop. Das ist aus der kunterbunten Holzbude. Und das hier wahrscheinlich auch, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt. Und ich glaube, diese Ketten würde ich jetzt einfach hier unten einmal langkleben. Hier so ein bisschen drüber schauen. Das müsste man jetzt aber mal gut messen. Ja, so ungefähr könnte das klappen. Ich glaube, ich klebe zuerst mal unser Never Stop Dreaming Notizpapier fest. Mit meiner Klebemaus. Na, was hast du für innerstrukturelle Probleme? Ach, sie ist geheilt. Uff. So, das heißt ungefähr hier. Es war total schwer zu sehen, ob es gerade ist, wenn man von so weit wegkleben muss, weil man das alles ja auch noch filmen möchte. Dann lege ich die jetzt einfach mal so ein bisschen nebeneinander. Und Herzkette sie aneinander. Lass mich nicht im Stich. Also. Fällt mir gerade auf, dass ich meine Brille gar nicht auf habe. Wobei ich eigentlich alles, was nah ist, schon gut sehe. Nur auf Entfernung wird es manchmal ein bisschen happig.
Happy End. Dann kann das ja schon mal weg. Und das kann auch. Sieht auf jeden Fall schon auch irgendwie herbstlich aus bisher. Von den Farben. Finde ich gut. Dann habe ich jetzt nochmal ein bisschen überlegen. Was soll ich mit dir tun? Hier oben. Seite. Ich habe noch so viele Tapes und so wenig Platz. Okay. Ich glaube, ich klebe es oben hin. Dann müsste es Notizen auch gleich weg. Hübsch. Dann können wir uns ja mit der Seite hier noch ein bisschen amüsieren. Und wenn wir den Anfang dieses Tapes finden, aha. Hier vielleicht noch so ein paar Pfeile einbauen. So, September sollte natürlich im Idealfall einigermaßen frei bleiben. Also flecken wir das jetzt. Zack. Und das 2015 Block machen wir es gleich. Zack. Und hui. So. Ja, sieht man ja durch. Dann haben wir die Pfeile verbaut. Dann habe ich noch mehr Pfeile. Die sind von Little Bee und die habe ich von meinem Geburtstags-Etsy-Gutschein bestellt. Und dann könnte ich ja hier einfach das Wochenende abtrennen. So. Ist so hübsch. Dann hätte ich, glaube ich, erstmal genug Washi getaped und ich fange schon mal an, hier so ein bisschen was einzufüllen. Und zwar passt ja das hier, was ich da gesprenkelt habe, ganz gut dazu. Habe ich am Montag ganz normal den Store. Dienstag und Mittwoch habe ich Messe, Donnerstag frei, Freitag habe ich wieder den Store. Und Samstag auch. Dann mache ich doch hier bei Samstag den hübschen. Und einen ganz langweiligen weißen bei Mittwoch. Nee, Quatsch, bei Freitag. So. Ich bin diese Woche viel bei der IAA zugange und deshalb nicht so viel im Store. Dann könnte man ja hier noch den Rand ein bisschen bestempeln und ich glaube, da würde ich ganz gern hier was von benutzen. Ich hole schon mal meinen Acrylblock. So, und was nehme ich denn da am besten? Diese kleinen Dreiecke, glaube ich, würden eine ganz schöne Borte ergeben, wenn man das so ein bisschen nebeneinander klebt. Also kleben wir.
nur, das hier ist meine fertige Stempelreihe und ich habe mich für die Farbe Cantaloupe entschieden. Und lege mir jetzt hier wieder einen Stempelschutz unter und los geht's. Ich glaube, diese Farbe habe ich bisher noch nie benutzt, weil es so, keine Ahnung, gelb halt ist. Aber dieses abgetönte Gelb passt eigentlich ganz gut hier zu unserem Dreamcatcher. Und dann, okay, das wird jetzt ein Experiment, wie eigentlich fast jede meiner Dekos. Und zwar würde ich mir hier diese Messesachen gerne nochmal reinstempeln. Und dann nehme ich, glaube ich, jetzt erstmal das mit den Dreiecken. So, und dann nehme ich jetzt halt das Rosa. Und wie mache ich das am geschicktesten? Das war ein bisschen viel Stempel, aber es geht. Bisschen viel Stempel, bisschen viel Farbe. Und dazu nehme ich dann diesen kleinen Flecken. So, dann brauche ich noch einen und dann war das so viel zu dem Experiment und ja, nehmen wir das Gestreifte, das ist ganz nett. So. Ich das schon mal kurz trocknen und wisch gerade meinen Stempel sauber. So, dann kommt da rein einmal hier Skoda. Um 6 Uhr morgens und Daimler um 8 und hier ist dann wieder oder 6 Uhr morgens. Dann habe ich das auch alles schon eingetragen. Ich glaube, so kann es bleiben. Ich muss ja die Woche auch unter der Woche noch mit irgendwas füllen können. Und schneide mir das hier gerade ab. Tja, es ist offiziell jetzt Herbst bei mir im Kalender, wie es aussieht. So. Gedeckte Farben sieht man bei mir dann doch auch eher selten. Gebe ich auch zu. Und machen wir erstmal die Löcher frei. Jetzt sind heute wieder einige geworden. Die könnt ihr nicht überall mal drüber lochen. Zack. 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 So. Na nü, schön. Dieser Block mit diesem Papier hier ist übrigens aus dem Hugendubel, aber beim Papierkrämer in Frankfurt habe ich die auch schon gesehen. So. Nur mal zur generellen Information. Da will ich überall hier die kleinen Löcher kleben. Das war gar nicht so schlau, jetzt steht hier Never Stop Dreaming. Naja, schwer zu verkraften.
her mit dir. Meine kleine Dreamcatcher-Woche. Dann bis spätestens nächsten Sonntag. Tschüss!